Willkommen zurück zu Resident Evil! Wir können jetzt mit unseren neuen Items den Weg in die fünfte Welt bestreiten. In den fünften Level. Dem Stollen. Ich werde euch zeigen, wie. Zuallererst mal können wir hier sorglos langjumpen, nachdem wir das letzte Mal hier die Hunde erledigt haben. Und wir gehen jetzt einfach mal den ganz normalen Weg, wie wir ihn damals schon hatten. Und damals aber in der Resistenz gelandet sind. Ich erkläre das Prinzip gerne nochmal. Das Wasser ist entweder hinten beim Wasserfall oder in diesem Pool. Beides geht nicht. Also beides leer oder beides voll. Okay, beides voll würde nichts bringen. Bin ich jetzt vergiftet? Nee. Die Schlangen fallen mich an, hey. Jetzt momentan habt ihr ja gesehen, wir können durch den Pool laufen. Aber dafür ist der Wasserfall. Wir müssen aber hinter den Wasserfall. Also müssen wir einen Weg finden, wie wir trotzdem zum Wasserfall kommen, ohne durch den Pool laufen zu müssen. Klingt sehr verwirrend. Ist aber sowas von simpel. Da haben wir den Wasserfall. Vor allen Dingen haben wir jetzt im Haus die Batterie gefunden. Die konnten wir ja vorher nicht finden, weil wir den Schlüssel aus Level 3 erst gebraucht haben. Ich hätte es verwirrender, als es nötig ist. Jetzt können wir immerhin diesen Aufzug benutzen. Das, liebe Freunde, hat wiederum zur Folge, dass wir die Kurbel einsetzen können. An der Stelle, wo wir das Wasser beeinflussen. Und wir schicken das Wasser alles mal in den Pool. Jetzt sind wir wieder hier. Können wir alles in den Pool schicken, damit wir hinter den Wasserfall können. Damit in die fünfte der sechs Level, wie ich sie mir unterteilt habe, gehen können. Level 1 das Haus, Level 2 der Wald, Level 3 die Resistenz, Level 4 die Rückkehr, Level 5 der Stollen und Level 6 das Labor, was noch spannend wird. So, benutzt die Kurbel, Mädchen. Tu ein bisschen was arbeite. Ich frag mich, was es für ein Mechanismus ist, der das Wasser umlenkt vom Pool zum Wasserfall und Wasserfall zum Pool. Vor allen Dingen, da braucht man ein bisschen mehr Power als hier die läppischen Ärmel von der Jill, aber naja, was soll's. Der Wasserfall ist nicht mehr zu hören. Da können wir auch hin. Können aber nicht mehr durch den Pool laufen. Also theoretisch schon. Nur die Jill ist sich zu fein. Das ist der ganze Grund. Würde die sich ein bisschen mehr Mühe geben und dann mal reinspringen, da hätten wir die ganzen Probleme nicht gehabt. Ist euch das bewusst? Nur weil die Madame so ist, wie sie ist? Seltsamer Aufzug, aber hier ist ja alles veraltert. Zum einen spielt das Spiel im Jahre 1998. Es muss ja auch ein zeitliches Datum geben. Übrigens, das war für das Original auf der PlayStation noch die Zukunft, oder? Das Spiel ist doch vor 1998 rausgekommen, oder irre ich mich? Schreibt's mir, ich weiß es gerade nicht. Ich hätte schwören können, es wäre 96, 97 gewesen. Da haben sie quasi in die Zukunft und jetzt ist schon wieder 1998, das ist ja... So, willkommen im Stollen. Muss ich mal gucken, was es hier alles Schönes gibt. Außer tollen Wassereffekten. Vor allen Dingen eine Schreibmaschine. Mit Farbband. Hier hinten noch irgendwas? Braucht man was? Da ist ein sechseckiges Loch. Okay, da brauchen wir eine Hexagonkurbel. Das weiß ich noch. Die kriegen wir dann. Was wir nicht mehr brauchen, ist das da. Die Winde. Und die tun wir auch mal. Wo sind denn die anderen? Hallo? Das Verband. Metallobjekt brauchen wir jetzt nicht. Okay, gucken wir, was wir vielleicht brauchen. Blaues Kraut, Feuerzeug, Medaille, Granatwerfer, Diskette. Nö, 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 nö. Wir brauchen gar nichts davon. Das war ohne Witz. Wir haben schon alles. Ja, dann gucken wir uns halt um. Da vorne gab es eine Tür.
Das ist bislang unser einziger Anhaltspunkt. Ich kenne mich hier auch fast gar nicht mehr aus. Gucken wir einfach mal. Ich glaube, es taucht jetzt jemand aus Resident Evil Zero auf. Rebeccas Chef war der Enrico. Und Enrico ist ja im Intro aufgetaucht. Und später auch hat er Rebecca wieder getroffen, kurz vor Ende. Was ist denn hier? Oh, Moment. Das ist ein riesiger Felsen, mit dem müssen wir aufpassen. Säuregeschosse nehmen wir mal mit. Oh Gott, diese Felsen. Ich habe Angst vor dem. Müsste eigentlich runterfallen. Egal, wir gehen einfach mal weiter. Ganz so schlimm vertrackt war das hier nicht. Aber ich erinnere mich trotzdem nicht mehr gut. Ey, das ist ein Kraut. Könnte man übersehen. Grünes Kraut. In der Mitte haben wir einen Aufzug. Ein riesiges Loch. Wofür das wohl gegraben wurde? Das ist wohl ein Aufzug. Da vorne ist ein Item. Was ist das denn? Pistolenmagazin. Nehmen es mal mit, aber das ist ja wohl für die Katz. Wo ist Enrico? Rebeccas Chef. Hier hat was geblinkt. Noch mehr? Tatsächlich. Warum? Warum? Ab durch diese Tür. Is that you, Jill? Is that voice Enrico's? Yeah. You're alive. Stop. Are you with anybody, Jill? No. But why? The stars are finished. Someone is a traitor. Umbrella set us up. Enrico! Traitor? Who? Es könnte natürlich Barry sein. Das liegt nahe. Er hat komisch gesprochen in Level 3. Es könnte auch irgendjemand anderes sein. Vielleicht Chris oder Rebecca. So, was hast du denn dabei? Wer das getan hat, ist eindeutig ein Profi. Ich dachte, der hat ein Item. Moment, er hält etwas in der Hand. Winde. Aber das ist eine andere. Das Ende ist sechseckig. Hexagonwinde, sage ich doch. Gibt's hier vielleicht noch irgendwas in diesem Raum? Der chillt einfach nur in der Ecke. Okay, cool. Hier gibt's nichts. Hier hockt nur Enrico. Der Verräter. Wow. Du hast mich erschrocken. Da kommt er einfach rein hier. Okay. Sag mal, wenn du Hunger hast, lieber Affen. Zombie. Vergreif dich an Enrico. Ist noch warm. Tja, muss ich mal gucken, ob es hier noch was gibt. Ansonsten können wir mit unserer Winde hinten was erreichen. Was ist denn hier los? Ein Pult, ja, aber für was? Was brauchen wir da? Die Stromzufuhr für den Aufzug. Es gibt einen runden Deckel. Öffnen. Ja. Röhre mitnehmen. Jetzt wird's kompliziert. Für was brauchen wir diese verdammte Röhre? Ich nehme sie halt einfach mal mit. Und werde mich dann zeitnah drum kümmern. Wir können sie auch da behalten, aber ich weiß nicht mehr, für was die ist. Wir kommen ja ohnehin an der Itembox vorbei und können
Vor allen Dingen. Nerv nicht. Ich will jetzt mal gucken, ob sich hier was tut. Unter dem Felsbrocken sind Blutflecken. Irgendjemand spielt hier ein falsches Spiel. Ich wollte sagen, vor allen Dingen die Pistolenmagazin können wir mal zurücklegen. Ich glaube nicht, dass wir das noch brauchen. Ist halt von Enrico, ne? Was brauchen wir denn nicht? Wir haben ein grünes Kraut. Und wir haben ein rotes Kraut. Gott, aber kein Platz mehr. Zu viele Items. Pistolenmagazin dahin. 110. Säuregeschosse, da haben wir noch mehr davon. Da. Ja, wollen wir mal wieder mitnehmen? Komm, wir nehmen mal das Gewehr-Dingsbums mit. Ach, nicht Raketenwerfer, ich meine. Auch nicht die Magnum. Ich habe gemeint, den Granatwerfer. Da sind aber noch 6 Schuss drin, hä? Okay, benutzen wir jetzt erstmal die neue Winde, die wir bekommen haben. Da brauchst du schon ein bisschen Kraft, um die ganze Fels und Wand und Boden und Decke umzudrehen, hey. Respekt. Brauchen wir die nochmal? Ich lasse einfach mal bei mir. Das ist schon wieder ein Kraut. Ich nehm's mit. Wir haben so viele Heil-Items, das kann das ganze Spiel nicht mehr schief gehen. Ich kann die auch verbraten, wenn wir Platzmangel haben an Itemboxen. Was ist das denn hier? Nichts. Oh, okay. Moment mal, wo müssen wir denn? Da geht's lang, ja. Ein großer Felsbrocken versperrt den Weg. Da kann man echt drauf gehen. Lieber Schwan. Wow, der geht ganz schön ab. okay, da geht's glaube ich nicht mehr weiter, aber er hat eine Wand freigeschlagen. Oder? Was gibt's denn hier? Gewehrmunition, sehr gut. Mein Gewehr wird also demnächst glühen. Ein bisschen geradlinig im Moment noch. Finde ich auch gut. Oh Gott. Die hat sich's aber schön hier eingerichtet, ey. Fuck. Gift. Okay, wir haben das Erste-Hilfe-Spray. Das wird schon gehen. Gut, dann nehme ich den Granatwerfer für dich, Mäuschen. Das sind sogar zwei? Nee, oder? Der eine ist nicht so groß. Komm, einfach. Die große wäre vernichtet. Schießt dich an. Wow. Seid ihr beide jetzt tot? Also ich habe keine besondere Angst vor Spinnen, aber das hier... Verdammt, wir brauchen blaues Kraut. Okay, die sind beide tot. Kampfmesser? Ich glaube, das brauchen wir hier irgendwo. Zum Zerschneiden der Spinnweben. Ein großes Spinnwebe blockiert die Tür. Da oben ist noch eine. Okay, komm her. Kommst du? Keine Munition mehr, das ist sehr scheiße.
Nimm's Gewehr. Okay, Leute. Weiter geht's im nächsten Part. Bis dann und ciao.